Ja, willkommen Leute wieder auf meinem Channel hier bei Helge Wirth. Tatort Leinwand ist es diesmal nicht, sondern Tatort Skulptur. Und obwohl ihr hier eine Zeichnung seht, geht es hier um Skulpturen oder auch Plastiken. Das ist ja ein bisschen was anderes. Die Skulptur wird in einem subtraktiven Verfahren erstellt. Das heißt, man haut zum Beispiel von einem Stein Sachen weg. Minus, 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 minus. Mit jedem Schlag geht ein Stück weg, deswegen subtraktiv. Und ich mache meistens aber sogar Plastiken, also die sind dann additiv, das heißt, es wird Stück um Stück addiert. Da wo später das Porträt ist, da war vorher Luft. Man fügt also in einen Luftraum so viel Ton dazu, dass der Ton die Luft verdrängt und zum Schluss ist der Ton eben die Plastik. Und bei dem anderen ist es eben umgekehrt, da steckt so dieses Porträt schon in dem Stein drin, man muss es nur noch rauskratzen oder rausschlagen und eben befreien. Ne? Ja, und so habe ich hier mal angefangen. Was ihr seht, ist eine Freihandzeichnung. Freihandzeichnungen sind so die Königsdisziplin, das macht am meisten Spaß. Dazu muss ich mir aber vorher sehr lange und genau das Gesicht von in dem Fall hier dem Albert Einstein anschauen. Das tue ich durch Fotografien und Filme, in denen der auftaucht, muss gucken, wie der sich bewegt, wie so die Mimik ist. Und dann natürlich die Haare und wie er sich so anzieht, wie der überhaupt so guckt, was der will in seinem Leben. Dadurch ergibt sich ein dreidimensionales Bild in meinem Kopf, das sozusagen auch beseelt ist. Ja, da ist so die Seele von dem, den ich da modellieren will oder zeichnen will, schon drin. Und in dem Fall habe ich also diese Zeichnung gemacht, um eine Art Vorzeichnung zu haben für die Skulptur, die ihr hier seht. Eins muss ich sagen, das sieht jetzt aus, als würde das 3 Sekunden dauern oder 3 Minuten. Ja, so ist das natürlich nicht. Das ist schon ein erheblicher Aufwand, so ein Porträt zu modellieren. Ich habe hier Schnitte drin und das natürlich auf eine ganz hohe Geschwindigkeit gestellt. Sonst ist das langweilig, wenn man da eine halbe Stunde davor steht und gar nichts macht und immer nur guckt und das mit seinem dreidimensionalen Bild im Kopf vergleicht, dann ist das langweilig für Zuschauer. Wie ihr seht, setze ich gerade hier hinten die Haare an. Der zeichnet sich natürlich aus durch viele Haare, der Einstein. Langes, wallendes Haar und das passt auch zu seinem Charakter. Der war ja ein Einzelgänger oder ein sehr individueller Typ, ja, nicht ein Wissenschaftler von der Stange, sondern ja, zum Beispiel war er auch Künstler, ja, Virtuose, hat ja Geige gespielt und die Musik geliebt und so. Und das spielt in seinem Fall natürlich eine wichtige Rolle. Ups, da ist was anderes reingekommen, Entschuldigung. Ja, deswegen ist das hier wichtig. Jetzt sieht er gerade mal, wie das Licht anders wird, wenn man das beleuchtet. Und das hier ist was, auch eine Spezialität jetzt sozusagen von mir. Ich scanne diese Plastiken, die ich da mache, immer ein in eine virtuelle 3D-Welt, sodass ich sie in einem meiner virtuellen Museen gleich ausstellen kann. Und da sieht man mal, wie genau so ein Scan hier ist, ja. In dem Fall bildet er wirklich diese Plastik ganz gut ab. Ist ein ganz bisschen Fischauge drin in dieser Ansicht, aber gut, unten sieht man, ich habe den Modellierbock noch ein bisschen eingescannt. Ja. Ja, und so kann man jetzt Reproduktionen davon machen, was weiß ich, kleine Einstein-Salzstreuer ausdrücken. Wir drucken in Maisstärke. Und oder einfach Skulpturen für Ausstellungen, wenn jetzt in China, USA, Japan irgendwo Ausstellungen sind, ja, dann kann man die Daten dahin schicken, die drucken es aus und schon ist es ausgestellt. Da spart man riesen Transport- und Versicherungskosten. Ja, und das wollte ich eben auch mal zeigen. Bis denno, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.